Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zu Kleidungsstore Simulator. Ja, ich wollte jetzt eigentlich die Sachen fertig machen für die Leute, die mir ihre Bilder geschickt haben. Leider funktioniert das Ganze nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Ja, bisschen doof gelaufen an der Stelle. Was haben wir sonst noch so Neues? Ich habe ein paar Sachen hinzugefügt. Die haben jetzt hier zum Beispiel neue Regale. Ich muss die Musik mal im nochmal einen Ticken leiser machen. Für Schuhe zum Beispiel. Sowas hier haben wir jetzt neu. Ja, haben wir jetzt ein bisschen erweitert das Ganze. Wir werden jetzt erstmal so ein bisschen den Auffüller machen, ein bisschen 20. Werde ich das Ganze, denke ich, erstmal bespielen, dass wir den Auffüller nochmal mit dazu bekommen, dass wir uns das ein bisschen anschauen können. Wie die so sind. Dann werde ich mir überlegen, wie wir weitermachen. Ob wir das Spiel dann erstmal in die Pause schicken. Sprich, dass das Spiel jetzt erstmal dann so ein bisschen abwarten, bis da ein neues Update kommt. Bis da neue Sachen kommen. Das können wir zum Beispiel machen. Oder wenn ihr sagt, naja, eigentlich ist es ja schon ganz cool, ich möchte doch ein bisschen mehr sehen, dann können wir es natürlich auch gerne weitermachen. Ich bin auch überlegen, ob wir mal eine Zeit lang einige Spiele nicht kommentieren. Ja, das soll, da brauche ich übrigens auch noch 1, 2, 3, 4, 5. Sind doch 6. Es sind 5. 5 Sachen brauche ich. Wir könnten mal. Wie viele habe ich denn hier? Shelf 01 ist das. Shelf 08. Ich hätte gerne eine Info, wie viele Sachen ich da dran bekomme. Wir kaufen mal so ein Ding und schauen uns das selber mal an. Warum steht eigentlich alle bei mir an der Kasse? Es ist nicht so cool, wenn ihr bei mir in der Kasse steht. So, genau. Er fährt übrigens hier weiter und packt das dann woanders hin in dem Fall. So, wir gucken mal, wie viele habe ich denn hier von den Sachen? Okay, das ist wesentlich mehr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 2, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Das heißt, hier hätte ich 20. Hätte ich 15. Man könnte das natürlich so ein bisschen schöner gestalten und die Dinger dann quasi... Alter. Geht doch woanders hin. Geht doch woanders hin. Hier an der Seite hinstellen mit den ganzen Sachen. Und die halt mitten in den Raum. Das wäre natürlich auch eine Idee. Und die so ein bisschen mittig stellt und die anderen Klamotten könnte man so ein bisschen an der Seite stellen. Dann können wir nämlich die neue Ware, die wir dann gleich bestellen werden, sobald der Tag rum ist, könnten wir dann daran packen. Das heißt, davon bräuchte ich jetzt noch 5. Möbel. 1, 2, na. 1, 2, 3, 4. Muss ich noch gucken wegen meiner Rechnung. Dann muss ich nämlich auch noch zahlen. Wann kann ich denn die nächsten... Kann ich noch einen Kassierer einstellen? Ne, mit Stufe 20 erst. Auffüller auch mit Stufe 20. Den Lagerarbeiter, da weiß ich, okay, bis 25 müssen wir auf jeden Fall spielen. Da weiß ich noch nicht, was wir da machen. Der hat auch noch kein Design, der wird auch noch eins kriegen. Auffüller. Könnten wir das natürlich in Rot machen hier. Dass sie das hier in Rot bekommen. Oh ne, wir könnten auch, warte, wir könnten Pinselbreite, das ist komplett, ne? Wir könnten auch so ein hellgrünes nehmen. Müssen wir mal gucken. Ich weiß, was die Leute denn nichts bekommen. Kommen schwarze T-Shirts mit dem Totenkopf drauf. Die mit Legend und was hast du vorne draufstehen? Crazy sind unsere Leute und der Rest bekommt dann irgendwie einen anderen Text drunter. Würde ich so machen. So, jetzt habe ich hier noch so einen Pulli. Normalerweise müsste das irgendwo grün leuchten.
der nämlich auch so gut wie leer ist. Und eine Hose. Eine Hose. Eine Hose. So, okay. Ich habe jetzt noch einen, der hier rumläuft. Schuhe müsste ich noch bestellen und auffüllen dann. Natürlich gehst du an meine Kasse, ne? Du bist ja auch nach Minium. Gut. Okay, bestellen wir mal direkt die neuen Sachen. Möbel. Möbel habe ich auch bestellt. So, die kaufen wir direkt. Produkte. Davon habe ich 7. Habe ich noch welche im Lager? Davon habe ich keine. Machen wir 4 Stück. Machen wir auch nochmal 4. Auch nochmal 4. Ich muss gucken wegen dem Geld. Das wird nicht passen, sehe ich gerade. Machen wir 3. 3. Ja, jetzt sind wir noch bei $98. Wow. Okay, der schmeißt jetzt alles hier hin. Warum schmeißt du jetzt alles dahin? Ich verstehe es jetzt nicht ganz. Gut, ist aber egal. Dann werden wir ein bisschen umbauen. Pass auf, dann machen wir das so. Die packen wir mal da weg. Können wir mal hier noch so ein bisschen reinpacken. Ich habe jetzt natürlich nicht alles nachbestellt. Ne? Das ist natürlich jetzt auch doof. Können wir dann zum Beispiel da reinpacken. Das ist irgendwie so ein Trainingsanzug für Männer. Ich bin mir nicht so sicher, ob das wirklich ein Trainingsanzug ist. Aber okay. Schauen wir dann mal. So, wir haben ein zweiter. Der sieht mir gerade auf den Sack. Ich bin mir echt nicht so sicher, was das genau sein soll. So, nee. Den stellen wir mal. Ja, das ist halt das Problem. Ich würde das halt ganz gerne immer so ein bisschen nebeneinander stellen. Normalerweise würde ich ja sagen, dass Puppen mit ins Fenster gehören, ne? Also das ist ja definitiv richtig, dass man die ins in die Fenster stellt. Und die habe ich gar nicht verfügbar. Müssen wir mal gucken, ob ich die überhaupt noch habe. Ich habe so das Gefühl, dass das nicht ganz passt mit dem, wie wir es aufbauen. Da bin ich mir so ein bisschen unentschlossen, ob das alles so richtig ist. Hier so mit den Sachen her, ne? Dass das alles so... Das Gefühl, das passt nicht hundertprozentig. Dass das alles so ein bisschen zu eng gebaut ist. Ich muss mir da was einfallen lassen, ob wir das irgendwie umbauen können. So, habe ich jetzt überhaupt genug Regale, wo ich die Sachen reinhängen kann? Nee, natürlich nicht. Den nehmen wir auch mal da weg. Ja, das sind, ne? Also mir passt das jetzt noch nicht so hundertprozentig hier. Mit dem, wie wir es jetzt gerade machen. So. Machen wir es hier in der Mitte, dass wir es irgendwie relativ nah verbinden, dass ich immer so ein bisschen Platz habe, da dran zu kommen. So, da können wir nämlich das nächste Regal hinstellen. Ich habe mich jetzt extra mehr Regale gekauft. Ne, die wollte ich gar nicht. Den kann ich aber mal verdammt. So, einlagern. So, dann bauen wir den nächsten auf hier. Den würde ich auch irgendwie ins Schaufenster stellen am besten, ne? Dass du das direkt so siehst hier. Neue Ware und so, ne? Direkt hier, ach, guck mal, neue Klamotten. Ja, also ich bin da noch so ein bisschen unentschlossen mit dem, was wir aktuell haben. Was habe ich denn hier? Schon wieder so Trainingsanzüge. Da muss ich gleich noch Kisten bestellen, dass wir dann noch welche haben. Die Dame hat sogar auch Trainingsanzüge. Ob es Sinn macht, die neuesten Sachen immer in die Schaufenster zu packen? Ne, ich brauche die Männerhose. Da. Komm ich da aber nicht dran. Ach, verdammt. So, pass auf. Wir haben Trainingsanzug. Ne, ne, ihr solltet schon da stehen bleiben. So, haben wir den Rock für die Frau. Und jetzt brauche ich dann noch dieses... Da. Dann werden wir das nämlich auch einmal abmachen. Die dann so bekleiden. Wir gucken mal von vornherein. Ja, okay. Das geht. So, dauert 2 Tage Werbung. Werbung würde ich mehr Kunden bekommen im Endeffekt, ne? Könnten wir gleich mal machen. Wir sind ja schon Stufe 18.
Ja, wir dem Umbau müssen wir uns was überlegen, definitiv. Das denke ich auch. Ne? Also da müssen wir uns auf jeden Fall was einfallen lassen. Dass wir da was haben, weil das passt so aktuell noch nicht. So. Haben ich denn schon die. Da habe ich die schon. Dann muss ich gleich noch Kartons bestellen. Das geht so nicht. So, jetzt müssen wir nämlich noch alles auffüllen. So, hellblaue Hemden. Habe ich denn jetzt von jedem was hingebaut? Müssen wir nämlich auch gleich einmal nachschauen. Ja, also die können wir auch direkt voll machen, soweit es geht. Also 15 Stück sind es im Endeffekt, die wir reinpacken können. Ich finde die ein bisschen schöner als diese... Als die hier, muss ich sagen. Ich finde die anderen ein bisschen schöner. Vom optischen. Jetzt zweimal bestellt? Ich habe die zweimal bestellt. Okay. Na, dann machen wir einmal N. Tag beenden. Unterstand minus 2. Was ist das denn für ein Scheiß? So, ich muss die Preise ja noch festlegen, ne? Fällt mir gerade so ein. Vorrat, Großhändler, Möbel, Marken. Wo war das? Vorrat? Immer für den empfohlenen Marktpreis. Also da werde ich jetzt nicht dran rumfuschen oder sowas, dass wir da irgendwie einen anderen Preis nehmen. Wir haben ja nicht mal Geld, da uns überhaupt irgendwas zu ändern hier von den Sachen. Großartig. So, was haben wir denn hier noch? Ansonsten müsste eigentlich gleich Nachschub bestellen, dass ich das auffüllen kann. Cool. Ich kann die Sachen nicht auffüllen. Ja, da warte ich dann, bis ich den Auffüller bekomme. Ich könnte mal gucken, ob ich das irgendwie umgebaut bekomme in der Zeit. Wäre nämlich, glaube ich, gar nicht verkehrt. Ein paar Kisten wären auch nicht schlecht. Wir brauchen 1, 2, 3, 4, 5 Kisten brauchen wir. Großhändler. Nee, ich flüchte hier auf. Doch, Großhändler brauche ich. Möbel. 1, 2, 3, 4, 5. Kann ich direkt bestellen. So, Vorrat. Was haben wir denn überhaupt noch hier? Das fehlt noch. Das ist da. Lager habe ich hier 0, 17, 3, 30. Geschäft ein. Da habe ich gar nichts von. So, bestellen wir das. Wir müssen halt gucken, dass wir die Auffüller bekommen, ne? Die das hier voll machen. Und ich muss gucken, dass ich noch einen Kassierer bekomme. Damit ich hier den Leuten hier die Sachen abkassieren kann. So, sie haben einen Umsatz von 100 Millionen Dollar erzielt. Was? Echt schon so viel? Krass. Und was mir halt fehlt, ist, dass wenn du nicht an der Kasse bist, dass die eben schellen. Ja, dass sie sagen, hey, ich bin da, kannst du mal eben bitte? Oder ist da jemand, der dann mal eben schnell gucken könnte oder so? Bin nämlich gar nicht verkehrt in dem Fall. Da ist halt auch aus den Kartons halt raus, das Ganze auffüllen kannst. Weil ich muss jetzt jedes Mal gucken, geht unser Shirt an. Geil! Die trägt unsere Sachen. Wie geil ist das denn? So. Ich muss halt nämlich jedes Mal gucken, was nämlich fehlt. Oder hier jedes Mal gucken, warum da jetzt hier keiner... Ja, wenn es nicht verfügbar ist, ist es nicht verfügbar. Ich bin ja gerade noch dabei, hier aufzufüllen. Also wenn es nicht da ist, ist es nicht da. Da kann ich jetzt leider nichts ändern aktuell. Ich würde auch ganz gerne von jeder Ware immer so ein bisschen was auf Lager haben. Das ist natürlich auch momentan nicht gegeben. Das sieht man ja leider auch, dass momentan so ein bisschen das Budget Probleme bereitet. Ne? Also da sind wir nicht ganz so flüssig. So, warte mal, mir fällt gerade ein, lass uns mal in Werbung schalten. Mordys Kleidungsladen. Okay. Hätte ich jetzt nicht so erwartet, aber gut. Haben wir noch andere Schuhe?
Okay. Habe ich mich verklickt anscheinend. So, wir gucken mal kurz. Wir haben schon wieder 9 Uhr. Okay, das heißt, den Tag könnte ich dann so belassen. Dann würde ich gleich mich noch einmal umbauen und aufrüsten. Irgendwas Sachen nachbestellen. Die 60er Kartons sind wesentlich größer. Bin ich mir nur nicht so sicher, ob das was bringt mit der Werbung. Aber das sehen wir dann in der nächsten Folge, wenn ich die aufnehme. Dann sehen wir das ja. So, den packe ich auch mal hier rüber, dass wir das hier ordentlich haben. Aber wir haben 3000 eigentlich. Also das ist jetzt nicht wenig, würde ich sagen. Bin ich schon fertig gemacht hier mit dem Anzug? Nein, ne? Die habe ich noch gar nicht gemacht. Ja, das war es dann schon wieder fast, ne, mit der Folge. Da geht ratzfatz hier. Ich muss nämlich noch für jede Menge Sachen nachbestellen. Und wir müssen halt gucken, dass wir das Level erreichen, dass wir die Auffüller bekommen, ne? Das wäre eigentlich gar nicht so schlecht, wenn wir die kriegen würden. Habe ich die für die Männer denn schon, die Sachen hier? Nö. So. Spiegel habe ich auch noch. Da bin ich mir noch nicht so sicher, was wir damit machen können. Die jagt hier auch nochmal Knete durch. Wir bekommen 8 XP dafür. Alles klar, dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge. Bis dahin, ciao.